Mein Name ist Paulus Reiner, ich bin Kurator im Kunsthistorischen Museum und darf Ihnen etwas über die Ausstellung Die Welt von Fabergé erzählen. Mit dieser Ausstellung zeigen erstmals zwei der größten Moskauer Museen über 160 Preziosen aus ihren Beständen in Österreich. Und mit dieser Ausstellung versuchen wir Ihnen das Werk von Peter Karl Fabergé näher zu bringen, wohl einer der bedeutendsten und bekanntesten Goldschmiede der Zeit um 1900. Und gleichzeitig versuchen wir dieses Werk Fabergés in das zeitgenössische Kunstgewerbe Russlands mit einzubeziehen. Von den berühmten Ostereiern, die Fabergé ab 1885 für die Zarenfamilie geschaffen hat, werden wir in dieser Ausstellung vier zeigen. Das älteste Osterei, das wir zeigen werden, ist das sogenannte Azov-Ei. Das ist ein Ei, das aus einem Heliotrop geschliffen wurde und im Inneren befindet sich die Fregatte Azov. Auf dieser Fregatte unternahmen die Söhne des Zaren eine Weltreise, die über 9 Monate dauerte. Und auf dieser Weltreise bekamen die Zarensöhne dann auch eine große Präsentierplatte, die auch in dieser Ausstellung zu sehen sein wird. Das letzte Osterei, das Fabergé für die Zarenfamilie schuf, entstand im Jahr 1917. 1917 war auch das Jahr, in dem die Revolution ausbrach, Februar- und Oktoberrevolution in Russland und das Zarenreich unterging. Aus diesem Grunde wurde dieses letzte Osterei niemals fertiggestellt. Diese Ostereier sind natürlich bekannt und Fabergé ist für sie auch berühmt. Wir zeigen Ihnen in dieser Ausstellung aber auch, was neben diesen Ostereiern von der Firma Fabergé produziert worden ist und wofür sie auch berühmt wurde. Ich darf Sie einladen, ins Museum zu kommen und einen Rundgang durch diese Welt von Fabergé zu machen. Die Ausstellung ist bis 18. Mai zu sehen.